Genau darum geht es heute, um die U-Untersuchungen, die zumindest in den ersten Jahren in dieses gelbe Heft dokumentiert werden. Als ich vor 15 Jahren die Praxis übernommen habe, gab es eigentlich nur Vorsorgen zwischen 0 und 5 Jahren und dann noch eine Jugenduntersuchung zwischen 12 und 15. Inzwischen ist das alles ein bisschen komplexer und zum Teil auch verwaltungstechnisch schwieriger geworden, weil inzwischen sehr viele Krankenkassen auch eine Vorsorge zwischen 7 und 9 und zwischen 9 und 11 bewerben und anbieten. Und wir das schon auch machen, aber sehr oft auch den Eltern sagen, wenn sie das Gefühl haben, dass bei ihrem Kind alles super gut in Ordnung ist, dass diese Vorsorgen nicht ganz so wichtig sind wie die doch sehr wichtige Jugenduntersuchung und vor allem die sehr, sehr wichtigen Vorsorgen zwischen 0 und 5 Jahren. Was wird bei solchen Vorsorgen gemacht oder warum werden die gemacht? Ganz im Vordergrund steht, dass wir Kinderärzte einfach einen Blick aufs Kind werfen, um zu schauen, dass das Kind sich unter verschiedenen Aspekten einfach in einem gewissen Normkorridor entwickelt. Dazu gehört natürlich immer zu überprüfen, wie ist die Länge und wie ist das Gewicht, bei kleinen Säuglingen und kleinen Kindern auch, wie ist der Kopfumfang. Und es gilt zu schauen, wie entwickeln sich gewisse motorische, sprachliche, koordinative Fähigkeiten und so weiter. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass die Vorsorgen den Eltern Platz bieten sollen für Fragen, dass Eltern ihre Sorgen oder ihre Eindrücke, die sie zur Kindesentwicklung haben, mit uns Kinderärzten besprechen können. Und da hat sich's eigentlich immer gut als gut erwiesen, wenn die Eltern vorab auch in dem Heft zum Teil sich schon notieren, was sie mit uns besprechen möchten. Nochmal ein kurzer Abriss. Also die erste U, die U1, wird quasi unmittelbar nach der Geburt gemacht. Das macht der Gynäkologe. Die U2 ist meistens noch im Krankenhaus am 3. bis 10. Lebenstag. Und bei uns in der Praxis beginnt dann mit 4 Wochen mit der U3 die Vorsorge. Und dann gibt es im ersten Lebensjahr noch U4, U5, U6. Und ab da gibt es dann jedes Jahr eine Vorsorge mit 2 Jahren, mit 3, mit 4 und mit 5. Und dann kommt, wie gesagt, diese Übergangsphase, wo es jetzt neuerdings diese U10 und U11 gibt. Und dann eine ganz wichtige Vorsorge aus unserer Sicht, die Jugendvorsorge zwischen 12 und 15, wo man eben auch sehr viel über Pubertät, über heutzutage auch Handy, Medienkonsum, sexuelle Entwicklung. Das sind so die Themen, die dort angesprochen werden können. Gut, das war es in Kürze zur Vorsorgestruktur bei den Kinderärzten. Fragen wie immer im Chatverlauf und ansonsten bis nächste Woche.